Hallo, heute habe ich mal wieder ein kleines Unboxing-Video für euch. Und zwar habe ich das Sio-Key Z2 Pro bekommen, was ich natürlich für euch auspacken möchte. So, fangen wir an. So, wie ihr seht, das ist von Trading Shenzhen Shop. Ein richtig guter Shop, wenn es um Smartphones und Gadgets so wie das Mi Band 2 geht aus China. Also da könnt ihr stellen, das ist richtig cool da. So, hier ist die Verpackung. Wieder sehr edel. Und hier auch ein Adapter für das Deu zum deutschen Stromnetz, weil es direkt aus China kommt, ist da jetzt nämlich auch bestimmt kein deutscher Stecker bei. So, dann fangen wir an. So, wie ihr seht, also es ist richtig schwer, richtig edel. Also, da haben wir das gute Stück auch schon. Vom Design her, wenn man sich das anguckt, mich erinnert es immer an ein bisschen, also auf der Vorderseite, an das Samsung Galaxy S2. Also von der Form her, dieses kantige und unten mit dem Home-Button ist, also wie gesagt, ein Samsung Galaxy S2. So. Wie ihr seht, also es ist ein 5,2 Zoll Display, liegt richtig gut in der Hand. Vorne ist der Home-Button mit dem Fingerabdrucksensor verbaut. Auf der Rückseite findet ihr die Kamera, einen Dual-LED-Blitz und den Sensor zur Herzfrequenzmessung. Der Rahmen ist aus Metall. Power-Knopf, laut, leise. Oben ist ein Mikro an der anderen Seite findet ihr den SIM-Schacht und unten Kopfhöreranschluss 3,5 mm, USB-Typ-C und Lautsprecher. Also ein richtig edles Smartphone, nicht gut in der Hand. Ne? Und hat natürlich auch richtig Top-Werte, was die Spezifikation betrifft. Und zwar 5,2 Soll Full HD Display, 1920x1080 Pixel Auflösung, Snapdragon 820 Prozessor, 6 GB RAM sind verbaut und 128 GB an internem Speicher. Die Kamera auf der Rückseite ist von Samsung mit dem ISOCELL-Sensor. Ja, da werdet ihr dann auch noch in den nächsten Tagen ein paar Bilder zu sehen bekommen, wie so wirklich die Qualität ist. So, gucken, was weiter noch drin ist. Hier findet ihr den Stecker zum Öffnen des SIM-Schachtes. Und wie immer Garantiekarte, Anleitung etc. Ein USB-Typ-C-Kabel. Es hat ja endlich ein Ende damit, ein Typ-C-Anschluss, dass man das nicht mehr falsch rum reinstecken kann. Und der Stromadapter, ja, wie gesagt, nicht für Deutschland geeignet, daher von Trading Shenzhen Shop eben der Adapter beigelegt, dass man das auch in Deutschland aufladen kann. So, mehr ist hier nicht in der Packung. Keine Kopfhörer, ist aber auch nicht weiter schlimm. Die meisten kaufen sich ja eh selbst welche oder haben Kopfhörer zu Hause, die deutlich besser sind als die meisten mitgeschickten. So, in den nächsten Tagen werde ich dann das Sio-Key Z2 Pro testen und dann werdet ihr wieder ein kleines Video von mir bekommen.